Am Montagvormittag war der Motorraum eines VWG-Gelenkbusses aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten. Der Fahrer selbst hatte den Qualm am Heck des rund 18 Meter langen Busses in Höhe der Endhaltestelle Dürerstraße bemerkt und die Flammen zügig und weitestgehend mit einem der zwei serienmäßig im Bus gelagerten Handlöscher erstickt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Oldenburg erledigte dann den Rest. Eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger bestand nicht, hieß es aus dem Unternehmen. Zur Brandzeit befand sich lediglich ein Fahrgast im Bus der Linie 310. Die Frau hatte noch vor der Löschung das Fahrzeug verlassen. Der Motor des 12 Jahre alten Gelenkbusses ist nicht mehr funktionsfähig. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Er hätte ohnehin im Rahmen des zeitnahen VWG-Erneuerungsprozesses ausgetauscht werden müssen.